sarà un macello col manganello e bomba ma sì, hey! Wenn Faschisten nostalgisch werden, heben sich Arm und Stimme, ganz so wie in den alten Zeiten. So jedenfalls artikuliert sich die Traditionspflege in Predappio, dem Geburtsort des ganz offenbar unsterblichen Duce. Am 28. Oktober haben sich hier 5000 seiner postmodernen Fans versammelt, um den Jahrestag seines Marsches auf Rom zu feiern, damals als der Duce mit seinen Schwarzhemden die Macht im Staate eroberte. Pensare al modo fascista, che è il modo più corretto. Non chiediamo chissà che cosa, vogliamo un'Italia italiana, un'Italia giusta, dove non ci sia la corruzione, dove non ci sia la delinquenza, dove non ci sia la partitocrazia, dove tutto deve filare tutto e dove gli italiani vengono rispettati prima di tutto. L'Italia deve essere italiana. Benissimo, tutto bene. Quello che ha fatto lui in 20 anni, questi non lo farebbero neanche in 100. Mussolini ha fatto tutto, la previdenza. Ha fatto le colonie, ha fatto che c'era la TBC, ha fatto gli ospedali, ha fatto le maternità, ha fatto tutto Mussolini, tutto ha fatto. Als ideologische Vaterfigur ist Benito Mussolini noch immer ziemlich lebendig, zumindest im historischen Bewusstsein seiner Landsleute. Schon damals hielten ihn die Massen für den größten Staatsmann aller Zeiten. Viele Italiener tun dies noch heute. In cui Roma aveva Cesare, Virgilio ed Augusto. Mussolinis Aura jedenfalls strahlt bis in die Gegenwart. In Rom hat Mussolinis Herrschaft viele architektonische Spuren hinterlassen, vor allem im Foro Italico, einer von der faschistischen Akademie Ende der 30er Jahre errichteten Sportanlage. In ihrem Mittelpunkt steht ein Obelisk, in dem der Diktator die Worte Mussolini Dux einmeißeln ließ. Die Inschrift hätte nach dem Zweiten Weltkrieg entfernt werden sollen, doch das hielt man später für nicht mehr nötig. Es hat sich eher, man kann sagen, ein allgemeines Bild durchgesetzt, bei dem diese negativen Aspekte, also die Repression und das kriegerische Potenzial, nicht in den Vordergrund gerückt worden sind, sondern der Faschismus von seiner Binnenperspektive heraus beurteilt wird. Das hat sicherlich etwas mit diesen nicht stattgefundenen Prozessen wegen Kriegsverbrechen zu tun, die eine andere Art von dominanter Geschichtsdeutung geschaffen hätten. Nicht weit von Predappio steht die Villa Carpena. Hier hat Mussolini mit seiner Familie gelebt. Am 28. Oktober hat das Gebäude seine höheren Weihen erhalten, als Museum und Kulturzentrum, das allerdings eher den Namen Kultstätte verdienen würde, weil es jegliche historisch-kritische Distanz zu ihrem Gegenstand vermissen lässt. Zu bestaunen sind hier die Habseligkeiten, das Mobiliar, aber auch der gesamte schriftliche Nachlass des Duce. Zwei lombardische Unternehmer haben die Villa gekauft und im Sommer für das Publikum geöffnet. Es dürfte ein gutes Geschäft werden. Perché a me piace l'uomo Mussolini. L'uomo che dal niente, no, è riuscito a far parlare il mondo, ecco. Un uomo che, pur avendo anche, sì, era un maestro, ma fin da giovane ha combattuto per l'Italia, ha combattuto per l'impero, che voleva, tutti gli altri stati avevano le sue colonie, solo l'Italia non aveva niente. Dopo il crollo dell'impero romano, no, di 2000 anni fa, das Mussolini-Museum ist gut besucht und es trägt das Seine zur Mythisierung des Helden bei. Von dessen Untaten jedenfalls kann man hier wenig erfahren. Das Interesse an politischen Fakten ist dem schwärmenden Gedenken fremd. Ah, che bello qui! Qui è lui, La Germania! Und so erinnert man sich kaum an die Knebelung der Pressefreiheit, an die brutale Verfolgung von Oppositionellen, an die antisemitischen Rassengesetze, an den Krieg. Vielmehr erzählen die Nostalgiker von der menschenfreundlichen Sozialpolitik, von der Bonifizierung der Sumpfgebiete rund um die Hauptstadt, von Recht und Ordnung im römischen Staate. Und immer wieder weisen sie auf die Zeugnisse des Bauherrn Mussolini, der selbst dem Kolosseum Konkurrenz machte, mit seinem gigantomanischen Quartiere Eur, dem Weltausstellungsgelände im Süden der Stadt.
Auf der postfaschistischen Welle der Begeisterung ist auch er dahergeschwommen. Gianfranco Fini, Chef von Alleanza Nazionale und heute wichtigster Koalitionspartner von Silvio Berlusconi. Fini gilt mittlerweile als salonfähiger Demokrat, weil er sich vom faschistischen Erbe seiner Partei deutlich distanziert und den rechten Parteiflügel zum Parteiaustritt gezwungen hat. Die strammen Faschisten halten ihn heute für einen Verräter. Alleanza Nazionale hat sich ja auch vom politischen Programm her 1995 geändert. Es zeigen sich viel mehr Zeichen von neonazistischen Symbolen, Schmierereien an den Wänden, in Plakate und Fahnen, die im Stadion gezeigt werden, mit Hakenkreuzen drauf, mit diesem sogenannten Keltenkreuz drauf. Also es gibt eher Zeichen eines diffusen Neonazismus, der vielleicht von ganz kleinen Kreisen verbreitet wird, aber dennoch sichtbare Spuren hinterlässt. Die martialischen Rituale von Predappio ranken sich weniger um ein rechtsextremistisches Programm, vielmehr um den Personenkult für Benito Mussolini, der sich nun auch auf dessen Nachkommen erstreckt. Beispielsweise auf den Sohn Romano Mussolini, der ein recht unpolitisches Leben als Jazzpianist führt. Auch er sieht keine Veranlassung, sich von seinem Vater zu distanzieren. Mussolini era un uomo di pace. E purtroppo per la situazione che era politica e storica di quel periodo ha dovuto fare, come vediamo in questo periodo, intervenire in molte situazioni. Ma principalmente era un costruttore, un uomo di pace che ha, per un periodo incredibile per gli italiani, governato con grande saggezza e grande amore per il popolo e per la patria. Auch mit Mussolini Wein wird in Predappio das Geschichtsbewusstsein vernebelt. Das ganze Dorf profitiert vom Verkauf faschistoider Souvenirs. Es ist eine Folklore des Schauderns, im Schein fröhlicher Harmlosigkeit. Verehrt wird der gute alte Duce, eine neue Führergestalt ist noch nicht in Sicht. Doch schon werden die Faschisten der Zukunft gelehrt, wie man Arm und Stimme hebt. A noi! Ecco, bravo! Hai visto?